So, damit begrüße ich euch zu einer weiteren Aufnahme Transportfieber und heute möchte ich euch mal ein bisschen die Spaßmap/Livestream-Map zeigen, die ich hauptsächlich auch hier im Livestream spiele, wo ihr die Möglichkeiten habt, die Städte und des Weiteren zu benennen. Und wir haben hier die Hauptstadt Buchholz. Und da habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, dass wir hier diesen zweigeteilten Hauptbahnhof haben. Einmal tief, einmal hoch. Fand ich eine ziemlich coole Idee. Habe ich dann auch, finde ich, ziemlich korrekt abgeschlossen, das Projekt. Und ich habe mich dann hier oben an dem Zentralgüterbahnhof gewagt, wo die eine Seite schon komplett fertig ist, wo aber auf der anderen Seite noch gar nichts gebaut ist. Da wird es dann die nächsten Livestreams auch noch weitergehen. Da muss ich dann auch noch planen, wie das Ganze aussehen soll. Und ja, wir haben hier insgesamt dreimal diesen Containerbahnhof verbaut und wir haben hier in der Mitte noch einen viergleisigen Kopfbahnhof. Finde ich so im Allgemeinen, sieht schon mal sehr spektakulär aus, auch hier mit den ganzen Weichen, mit den ganzen Fahrwegen. Ich habe ein paar Linien auch schon drauf laufen und wir haben auch die ganzen Warenketten hier an diesem zentralen Punkt. Und dann sehen wir hier einmal das Betriebswerk, dann nebendran mit der Autozugverladung. Das ist alles noch aus Train Fever herausgezogen, aber ich finde es im Allgemeinen dann doch sehr gut. Die Texturen sind, wie gesagt, halt noch aus Train Fever, also noch nicht wirklich HD, genauso wie die Züge hier. Das ist alles aus Train Fever, aber mir macht es Spaß, so eine Autozugstation zu bauen. Und mir macht es vor allem auch sehr viel Spaß, das ganze BW zu bauen. Und hier werden dann später auch noch Rangierfahrten stattfinden, so wie diese hier etwa. Das ist einfach bloß ein kleiner Zug mit einer Diesellok angehangen, die dann von dieser Spitzkehre einfach hier rüber fährt, damit ein bisschen Bewegung hier auf der Map ist. Und die fährt natürlich nicht dauerhaft, sondern ich habe einfach gesagt, du hast eine Wartezeit, glaube von 3 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ich habe gemacht, warten auf Vollladen und habe dann 5 Minuten sogar eingestellt. Das heißt, der Zug steht an jeder Spitzkehre 5 Minuten und blockiert sozusagen dann später nicht den ganzen Betrieb hier. Zudem finde ich es ziemlich cool, wie das hier geworden ist. Und zwar haben wir ja hier unten in der untersten Etage den Bahnhof mit dem Durchgangsverkehr hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Züge, die hier halten, um hier Lebensmittel und Treibstoff an diesem Bahnhof hier abzuholen. Vielleicht sehen wir gerade einen, ja, der hier. Nein, das ist gerade der Eisenzug, der hier auch noch durchfährt. Auf jeden Fall ist hier schon ziemlich viel los und dann haben wir hier sozusagen auf Ebene 2 einmal das Durchgangsgleis, wo auch schon eine Linie drauf fährt. Und auf Ebene 4 ist dann sozusagen das ganze BW gebaut, komplett auf einer Ebene, alles eben, wo ich auch schon ein paar Züge abgestellt habe, einfach nur, ja, damit da schon mal etwas steht. Es werden hier auch später ein paar weitere Züge stehen und wir haben sogar eine Linie, die mir das Öl von hier zu einem Bahnhof hier bringt. Ich glaube, das ist eine der langsamsten Linien, die ich jemals gebaut habe, denn hier im BW ist 40 und dann hier draußen ist 60, das heißt, der Zug hat eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h. Gut, soviel dazu. So, zudem finde ich es ziemlich cool, wie von der ganz rechten Seite hier einmal über die ganzen Flying Junctions diese Strecke hier rüber geht.
Das hat einfach auch nochmal was, wenn hier diese Überwerfungen in dem Raum rumstehen. Und zudem hat man dann auch die Möglichkeit, von hier drüben auf diese Seite zu kommen, denn man kann schließlich nicht alle Warenketten an einen Bahnhof setzen, so wie an diesen hier. Da ist, hängt schon ziemlich viel dran. Drei Linien, da hängt hier einmal die Baumstämme dran, dann haben wir hier die Werkzeuge und die Maschinen und hier haben wir auch noch die Waren. Also da hängt dann doch schon ziemlich viel dran. Zudem finde ich ziemlich cool, wie viel LKW-Betrieb hier auch schon ist. Es wird im Grunde noch ein bisschen mehr, denn die Fabriken bauen sich ja schließlich auch noch aus. Und dann haben wir hier oben nochmal in Ebene 4 die viergleisige Ausfahrt in Richtung Heilbronn, wo dann sozusagen ein weiteres Verteilungsgüterzentrum steht, das dann weitergeht zu den nächsten umliegenden Städten. Und wenn ihr hier schon hinguckt, da habe ich ein weiteres kleineres Umschlagswerk geplant. Und ja gut, das ist hier ein Versuch gewesen. Zumindest kommt hier ein größerer Umschlagsplatz hin mit ein paar Abstellgleisen. Und ich finde auch diesen Knotenpunkt hier sehr gelungen, denn wenn man hier die Strecke betrachtet von Ebene 2, kommt man nun in jede x-beliebige Richtung. Man kommt dann hier später einmal zu diesem Verteilungszentrum. Man kommt hier auf dieses Gleis, auf diesen Gleisabschnitt. Man kommt auf diesen Gleisabschnitt und das sieht dann doch schon etwas komplex aus, wie sich die Gleise so hin und her schlängeln. Das war auch etwas anstrengend und etwas kompliziert zu bauen, denn man muss natürlich immer beachten, dass man hier mit dem Terrain genug Platz hat zu den umliegenden Flying Junctions, aber das sieht doch dann von oben schon ziemlich interessant aus. So, zudem habe ich geplant, hier in diesem Bereich einen Flughafen zu bauen mit einer passenden Anbindung mit dem S-Bahn-Netz und dem Fernverkehrsnetz. Und da freue ich mich schon riesig auf die 423er S-Bahn von dem Kaloid, die hoffentlich demnächst rauskommt. Und die wird dann hier auf dieser Map auf jeden Fall auch eingesetzt. Zudem finde ich es immer noch spitzenmäßig, das war ja auch ein Wunsch von mir, wie sich hier die Schienen so halb durch die Stadt hier schlängeln mit der Steilwand hier an der Seite. Das sieht für mich immer noch fabelhaft aus, zumal ja die Höhe der Steilwand auch genau passt zu der Höhe der Schiene. Hier sehen wir noch gerade einen ÖBB-Zug vorbeifahren, den ich dem letzten erst auf die Schienen gesetzt habe. Habe ich mir extra noch die Waggons aus Train Fever geholt. Ein ziemlich langer Zug. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass die KI hier immer wieder die Bäume bis auf die Schienen baut. Da muss ich dann noch gucken, wie ich das mache. Entweder vielleicht mit den Randsteinen, mit den unsichtbaren Randsteinen oder sonst irgendwas. Aber ich finde es ziemlich cool, dass die Stadt hier eigentlich ziemlich genau oder ziemlich dicht an diese Schallschutzwand gebaut hat. Das macht dann halt auch nochmal etwas aus, wenn man nun hier lang fährt und man sieht halt rechts die Steilwand und links die Häuser. Das ist, finde ich, ein ziemlich gelungenes Fleckchen hier. Zudem haben wir hier hinten nun den Umschlagsplatz von Buchholz. Den habe ich etwas abseits hingelegt, denn ich möchte natürlich auch hier ein bisschen Strecke dann noch zeigen und wir haben dann schön 80 natürlich innerhalb der Ortschaft, damit es nicht zu sehr, damit der Lärmpegel natürlich nicht zu hoch ist für die Anwohner, die später hier wohnen möchten. Und natürlich einfach darum, weil die Stadt hier schon gewachsen ist. Wir haben hier die Strecke, die auch in den Boden reingebaut worden ist.
mit den Steilwänden rechts und links. Ja, da gab es dann einfach nur noch diesen Platz hier. Finde ich auch ziemlich gut gelungen. Wir haben nochmal ein paar Abstellgleise hier. Wir haben einen separaten Containerbahnhof mal wieder, der mir wirklich sehr gut gefällt. Man sieht, ich baue ihn sehr oft. Und hier einen separaten Güterbahnhof als Kopfbahnhof ausgeführt, wo mittlerweile, ich glaube, schon ziemlich viele Linien fahren. Hier fahren drei. Hier fahren auch nochmal drei, macht zusammen sechs Linien. Also hier ist dann doch schon was los. Zudem habe ich die Stadtbahnen, wenn sie mal kommen. Genau hier. Wizards Stadtbahnen ein bisschen ausgebaut. Ich habe hier den Hauptbahnhof etwas umgestaltet mit ein paar Abstellgleisen, wie es sich natürlich für mich gehört. Und ich habe die Linien fortgesetzt bis hier nach unten, wo ich auch schon mit dem Bau des Bahnhofes begonnen habe. Und habe hier nun Endzeits neue Wände ausprobiert, die mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vor allem das automatische Terrain-Angleichen ist einfach nur fabelhaft. Habe ich auch gleich seinen neuen Bahnhof verbaut. Ich muss echt sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, was ist geplant in den nächsten Livestreams? Natürlich hier der Bau des Bahnhofes, des Flughafens inklusive Bahnhofanbindung. Und wir werden hier sicherlich auch noch die Straßenbahnen, besser gesagt, oder die Stadtbahnen zum Flughafen führen. Wie ich das Ganze gestalte, weiß ich jetzt im Grunde noch nicht. Das wird dann später mal im Livestream kommen. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr da gerne einschalten. Alle Links dafür findet ihr auf dem Kanal. Entweder ihr guckt über YouTube oder über Twitch, wie ihr möchtet. Aber ich würde mich für dieses Video verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.